Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, in Ihrem Antrag fordern Sie, dass die Landesregierung bestimmte Eingriffe in die Unterrichtsversorgung zurücknimmt. Sie beziehen sich unter anderem auf die geänderten Parameter der Stundenzuweisung, in der Sie eine Gefahr für die Unterrichtsqualität sehen. Schließlich werfen Sie der Landesregierung eine gezielte Vertuschungspolitik vor. Als ich das las, habe ich mich köstlich amüsiert. Sie, die seit Jahren standhaft für die Verblödung unseres Landes kämpfen, Sie sehen sich in der Position, anderen ihre Fehler vorwerfen zu können. Da muss ich mich unwillkürlich an das berühmte Sprichwort zurückerinnern, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen. Und Sie, meine Damen und Herren von der Linken, Sie sitzen in einem ganz gewaltigen Glashaus. Sie werfen der Landesregierung vor, die schlechte Unterrichtsversorgung durch Zahlenspielereien zu vertuschen und die Krise sogar noch zu befördern. Dabei sind doch Sie selbst die glühendsten Vertreter jener verantwortungslosen Ideologie, die uns erst in diese missliche Lage gebracht hat. Sie wollen alles und jeden inkludieren. Sie wollen Flüchtlingskinder an deutschen Schulen. Sie wollen eine weichgespülte Kuschelpädagogik, die alle personellen Ressourcen frisst. Deshalb gibt es auch Klassen, in denen zwei oder drei Lehrer gleichzeitig unterrichten. Also zwei Lehrer zu viel, die man auch woanders einsetzen könnte. Das Ganze nennt sich dann Doppelbesetzung. So ein Unsinn ist nur nötig, weil es die von Ihnen geforderte Inklusion verlangt. Da muss man sich nicht wundern, dass es an anderen Stellen an Lehrern fehlt und dass die Regierung an ihren Parametern dreht. Das Gleiche gilt für den gemeinsamen Unterricht von Flüchtlingen und deutschen Kindern. Hier könnte man personelle Kräfte freisetzen, die leider gebunden sind und die sich derzeit noch mit linken Bildungsexperimenten herumschlagen müssen. Wenn es Ihnen wirklich darum ginge, die Unterrichtssituation zu verbessern, würden Sie mit uns an einem Strang ziehen und an solchen Stellen ansetzen. Aber genau das wollen Sie nicht. Wir von der AfD bleiben deshalb dabei, dass die Linken nicht Teil der Lösung sind, sondern Teil des Problems. Ich will die Landesregierung natürlich auch nicht in Schutz nehmen, im Gegenteil. Durch vorausschauendes Planen hätte man die drohende Mangelversorgung schon vor Jahren erkennen und bekämpfen müssen. Bekämpfen heißt aber nicht, durch Erlasse an den Symptomen herumzudoktern, sondern das Problem an der Wurzel anzupacken. Ich kann die Position unserer Fraktion nur wiederholen. Schluss mit Finanzierungsvorbehalten, Schluss mit Inklusion, Schluss mit Doppelbesetzung, Schluss mit Flüchtlingskindern an deutschen Schulen, Schluss mit dem ganzen linksalternativen Irrsinn. Aus diesen Gründen wird die AfD-Fraktion den Antrag natürlich ablehnen. Und eins möchte ich noch erwähnen, auch in der Kommasetzung und Grammatik ist dieser Antrag der Linken zum Thema Bildungspolitik wirklich sehr zweifelhaft. Also Sie haben einige Fehler drin, ich kann Ihnen das gerne mal zukommen lassen. Danke.